So, willkommen zurück. Jetzt sind wir endlich in der dritten Welt. Und, ja, da gehe ich doch direkt mal rein. Oh, war das ein Scheiß, Alter. Wie viel Leben habe ich jetzt verloren? Ich habe es gar nicht mitgezählt, aber schon 30, 35 Leben weggehauen. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber ich denke, 30 waren das schon. Puh. Ein normales Level. Oh, ist das schön. Habe ich eigentlich Luftballon jetzt noch im Inventar? Nee, der ist dann auch weg. Okay. Ich weiß allerdings auch nicht, ob der jetzt wenigstens wieder zurück im Inventar ist, dass ich das Ding wieder aus, ob ich den jetzt noch auswählen kann oder ob der Luftballon jetzt komplett weg ist. Okay, haben wir Bananen. Bananenchen. Komischen Gockel, der uns hier umhauen will. Tanzende Bäume. Nicht schlecht. Sehr interessant. Was haben wir hier drin? Ein Herzchen. Oh Gott, hier tanzt alles. Tanzende Elefantenplattformen. Dixie. Ne, obwohl hier wäre vielleicht Cranky ganz gut gewesen. Wenn ich so diese Stacheln sehe. Oh, eine goldene Banane. Die wieder uns ein paar Bananenchen schenkt. Komm schon. Und. Oh, fuck. Ne, okay. Na gut. Für das Puzzleteil kann man dann schon mal ein. Herz riskieren, beziehungsweise ein Herz verlieren. Wie komme ich denn hier am besten hoch? Ist hier unten irgendwas? Oh, tatsächlich. Eine Plattform und zwei Münzen. Denn ich will ja unbedingt die vier Kong-Buchstaben haben, um dieses tolle Kong-Level freizuspielen. Oh mein Gott, warum will ich das? Naja, ich will es ja, auch wenn ich es nicht komplett durchspielen werde, will ich zumindest alle Level gesehen haben und ich hoffe mal, dass man. Ach, fuck. Und ich hoffe mal, dass man dafür die Puzzleteile nicht braucht. So, dich kann ich umrollen. Oh, hier ist noch was. Hier kann ich da mal dran ziehen. Ein Puzzleteil. Man will ja nehmen, was man findet, ne? Auch nicht mit Absicht Sachen auslassen. Hier haben wir nichts. Oh, aber du trägst mich nach oben hier ran. Finde ich schon mal sehr nett von dir. Selbst die Bananen. Ah, oh nein. Dixie ist tot. Ich wollte gerade sagen, selbst die Bananen tanzen hier. So, und da oben haben wir da was. Das sieht auch sehr nach Geheimgang aus. Aber es ist nur ein Puzzle. Aber auch Puzzle sollte man nicht. Ja. Was soll ich sagen? Aha, okay, auch hier war ein Puzzleteil. Was passiert jetzt? Hier ist einfach mal die Wand im Hintergrund. Ja, kaputt gegangen. Wie kriege ich denn jetzt hier eine Rolle hin? Kann ich das überhaupt? Oh ja, da war ein Puzzleteil drin. Hat sich also gelohnt. Sehr schön. Oh, das ist O. Die Musik gefällt mir. Ach komm, die Münze will ich auch noch. Mit dieser entspannten Musik bleibe ich doch gerne etwas länger. Okay, wie komme ich denn da jetzt rüber? Ah, mit ihm hier. So viel Zeit muss sein. Die Bananenchen will ich haben. Denn Bananenchen bringen letztendlich auch Leben und ich habe sehr viele Leben verloren. Und daher, so, sammle ich die mal ein, kriege dann sogar noch ein Puzzleteil und, 1, 2, 3, 4 Leben, das vierte kriege ich aber nicht mehr, oder doch? Ne, das vierte Leben ist weg, da riskiere ich jetzt auch nichts. Sehr gut. Das Maximum erreicht, würde ich mal sagen. Komm, ich nehme Dixie, Dixie. Oh Gott, na gut, da wollte ich zumindest den Kollegen dort rechts noch umhauen. Autsch, und das ist schon, also schon ist das erste Herz von Dixie dahin. Kann ich die Dinger hier wegmachen, ja? Versteckt sich bestimmt auch wieder irgendwas. Da unten ist auch noch so ein Ding. Aber nur eine Bananenmünze.
So, sammle ich mal die Bananen ein. Aber da bekomme ich keine Belohnung für. Da oben war was. So. Ein Bonuslevel. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Denn in diesem blöden K-Level gibt es sowas ja nicht. Dann wollen wir die 100 Bananen einsammeln hier. Sieht doch bisher ganz gut aus. Oder auch nicht. Doch. Noch die drei hier. Eine Banane noch und das Puzzleteil gehört mir. So. Nächsten Checkpoint erreicht. Komm, die Münze will ich aber auch hier. Ansonsten gibt es. Oh, da ist wieder was zum Rausziehen. Sind auch, wenn es auch nur Bananen sind. Hier oben ist, glaube ich, auch nichts mehr. Was war das? Irgendwas verpasst. Leben. Ah, verdammt. Dafür brauche ich nicht mehr den Vogel hier. So. Kong-Buchstaben damit auch vervollständigt. Da haben wir noch eine Banane, die hier fehlt. Na, ah, hallo. Und das ist Puzzleteil Nummer 9. Unfassbar. Ich glaube, das erste Mal, dass ich alle Puzzleteile bekommen habe. Und das auch beim ersten Levelbesuch. Ach, hier kann man sich festhalten. Alles klar. Oh, da war eine... war so ein Fass. Hab ich auch nicht gesehen. Du musst nicht noch sterben. Hm. Da habe ich es noch gesagt, ne? So, das war's dann erstmal wieder für Dixie. Mit dem kurzen Gastauftritt. So, das Leben nehme ich doch wieder mit. Oh Gott. Ist das so klar? Och man, ich will Dixie wieder haben. Mit ihr konnte ich mich da super locker rausretten. Nur mit dem Affen hier, nur mit Donkey Kong ist das gar nicht so einfach, würde ich sagen. So, immer das Leben. Nichts. Leben finde ich nicht. So, einfach nur im richtigen, auf den richtigen Moment warten, dann klappt das auch. Ich glaube, das Puzzleteil habe ich jetzt ja schon, oder? Mal gucken. Nein! Ja, das habe ich schon. Kann ich mir also, hätte ich mir auch sparen können. So, rüber hier. Ja, okay, stark. Okay, hier muss ich nur warten und dann darüber springen. Ja, so nicht, oder? Oder geht das nicht besser? Ich glaube, das geht nicht besser. Aber reicht ja auch so. Oh Gott, ey. Ah! Oh. Halt dich bloß fest, Donkey Kong, ey. So, rüber hier. Danke. Das dürfte es auch gewesen sein, oder? Das sieht sehr schön aus. Nehme ich doch wieder den DK. Gesagt, getan. So, die Buchstaben und alle 9 Puzzleteile. Bild freigeschaltet. Bilder schaltet man damit frei. Super. Super, super, super. Nee, das brauche ich nicht unbedingt. Damit, ja, ohne die Bilder kann ich gut leben, glaube ich. So. Und es geht ins nächste Level. Und hier gibt es vielleicht ein Secret Exit, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Sieht jetzt erstmal nicht so aus, oder? Nee, keine Ahnung. Mal schauen. Ich werde natürlich wieder so aufmerksam wie möglich spielen, um keinen eventuellen Geheimgang zu übersehen. Lauf, Affe, lauf! Ja, die Ladezeiten sind alle noch im grünen Bereich.
Aber gerade bei diesen Level 1 oft stirbt Lehren hier doch schon mal. So, haben wir hier links irgendwas? Nein, da ist gar nichts. Aber interessant, wie wenig Fässer es hier gibt. Also eben im Level, glaube ich, ein... Ah ne, zwei Fässer gab es, glaube ich, ne? Einmal konnte ich sie dann nochmal holen. Das, obwohl die Level ja teilweise schon relativ lang sind. Also man merkt ganz klar, es ist eine ganze Ecke schwieriger als die Mario-Spiele. Wo es ja an jeder Ecke irgendwie Power-Ups gibt. Im Überfluss. So, die machen wir auch noch platt. Und ein Herzchen. Ja gut, Herzen bringen mir nicht so viel, wenn ich noch beide habe. Was mache ich denn? Die hätte ich doch dagegen werfen sollen. Verdammt. Die kann ich nicht werfen. Scheiße. Warte mal, du kommst aber doch wieder, ne? Wenn ich jetzt mal zurücklaufe. Scheiße. Jo, da bist du wieder. Kommst du mal her hier? Kommst du mal her? Ja, jetzt muss ich da nur irgendwie raufkommen. Danke. Oh nein, ich trottel! Oh, das Fass. Nimm mich das. Dann nehme ich doch das Fass, beuge mich nach rechts. Und? Oh Gott. Was ist denn da jetzt drin überhaupt? Achso, ein Geheimgang natürlich. Da muss ich ja noch allein fliegen. Und hier gilt es mal wieder 100 Bananen zu sammeln. Und die habe ich doch auch gleich schon alle. Immer interessant zu wissen, ob es hier auch irgendwelche Speedrun-mäßigen Rekorder gibt, wie schnell man das schaffen kann. Ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht unbedingt der Schnellste. Da gibt es bestimmt noch Optimierungspotenzial. Aber wofür? Bringt einem ja am Ende doch nichts. So. Wir haben den nächsten Checkpoint erreicht. Gut. Wir passen auch gestürzt hier. Verdammt, was mache ich denn? Erstmal das Herz hier einsammeln, bevor wir Dixie schon wieder verlieren. Das ist alles nur für so eine blöde Münze. Nein, ist das völlig bescheuert. Da haben wir das... Oh, hab ich das K überhaupt? Ja, doch, hab ich. Mein kurzer Gedächtnis, das ist einfach nicht das Beste. Da oben war noch ein Puzzleteil. Komm ich am besten von dieser Seite ran, glaube ich. Jo, dankeschön. Und da ist auch ein Dixie-Fass. Leiser Voraussicht oder so. Damit man auch an das Puzzleteil kommt oder so, keine Ahnung. Ach nein. So, dann gehen wir erstmal nach links, um die Bananen mitzunehmen. Bra. Alter Schwede, wieso falle ich da immer von dieser Blume runter? Fuck, okay, Daisy. Dixie, das war's für dich. Mal, du wärst uns bald wieder. Scheiße, schon wieder ein Herz verloren. Aber hier bekomme ich schon wieder ein neues, das ist gut. Boah, Alter. Fettes Schwein. Ey. Ja, und wieder einmal bin ich für eine Münze gestorben. Ach, ich habe schon wieder 65 Leben, also es geht ratzfatz, ne? So viele, wie ich vorhin verloren habe, so viele habe ich jetzt auch schon wieder bekommen hier, also... Wie kriege ich dich denn am besten tot? Oh, hä? Oh, was? Er war quasi schon K.O., weil er gegen diese Wand gelaufen ist, oder was? Aber ich bin trotzdem in ihn reingerannt und habe somit ja ein Leben verloren. Zack. So kann ich ihn auch fertig machen. Ah, jetzt kann ich mal die Münze holen. Das lassen wir dann doch nicht entgehen. Rüber hier. Die. Ich will jetzt mal einen anderen, ich will Cranky mal nehmen. So. Zack. 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 Ah, dann kann ich sogar auf diese Dinger hier springen. Das ist doch eine schöne Sache. Aber ob mir das irgendwas bringt hier,
Das wage ich noch so ein bisschen zu bezweifeln. Komm schon. Ah, ein Puzzleteil. Ja, ich glaube, hier habe ich schon einige ausgelassen. Oh nein. Ein Herz verloren. Ja, super. Einfach schon mal losschießen und bloß nicht warten, was da noch kommen könnte, wie dieses Leben. Oh, oh. Beeilung. Beeilung. Oh nein. Oh nein. Oh. War schon wieder eng hier. Oh, da ist ein Buchstabe. Den will ich haben. Ah, nicht nein. Was ist das wert? Ich weiß es nicht. Ich muss das Ding jetzt eh nochmal neu einsammeln. Vielleicht komme ich hier nochmal cranky. Okay, ja, ich bin so weit wieder hinten. Da ist auch Cranky nochmal drin. Dankeschön. Ich werde mal etwas schneller hier durchlaufen. Denn man muss ja nicht alles einsammeln. Ach nein. Warte mal, ist hier ein Herz drin? Nee, leider nicht. Ach, hier war das Puzzleteil. Na gut. So, aber hier warte ich jetzt dieses Mal aufs Leben. Sehr schön. So, und dann, wenn man sich auch nicht beeilt. Fuck! Ach man, was mache ich denn, ey? So. Danke. Zack! 14 Bananenstauden. Das ist doch ganz nett. Und wieder alle Buchstaben gesammelt. So soll's sein. Und wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit. Aber ja, komm, machen wir jetzt das nächste Level auch noch. Das Video im Zweifel hat ein bisschen länger. Das sollte ja nicht das große Problem darstellen. Und hier haben wir. Vielleicht haben wir hier einen. Ich weiß nicht. Ich erkenne das hier noch nicht wirklich auf diesen. Auf dieser Welt, wo jetzt ein extra Secret Exit gibt, also ein Weg, weil das könnte sein, dass es da nach oben irgendwie dann geht oder was. Aber das sieht man halt spätestens, wenn man alle Level, normalen Level einmal geschafft hat. Dann sieht man ja noch, wo noch schwarze Flächen, also schwarze Punkte sind. Und dann sieht man einigermaßen, wo der Geheimgang versteckt sein müsste. Ja, stark. Das war schon mal sehr stark. Direkt mal ein Herz verdaddelt. So muss das sein. Was ist hiermit? Darf ich da rein? Ah, der schleudert mich so ein bisschen nach oben. Zuck. Oha, hier haben wir wieder. Ja, ich bin tot. Auf jeden Fall war da ein Rambi-Stein. Er heißt Rambi, oder? Was habe ich letztes Mal gesagt? Ist schon vergessen. Ist vielleicht auch besser so. Ja, also. Läuft. Vielleicht das Video doch beenden sollen. Aber jetzt muss ich hier durch. Ey! Mein Gott, ey. Ich stemme hier auch ein bisschen ungeschickt an hier. Denn anders ist das hier nicht zu erklären. So, ich. Hallo, kannst du mal sterben? Anscheinend nicht. Toll, eine Banane. Kann ich die umrollen wenigstens? Oh doch, dreimal. Muss ich ihn treffen? Oh nein! Dann schleudert es mich direkt wieder in den Tod. Ganz groß. Ganz toll. So, jetzt warte ich hier diesmal einen kurzen Moment. Bis sie das Ding hier wieder runter neigt. Dann läuft das hier auch. Alter Schwede, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ach, ist das dumm. So, ein Herzchen für mich. Und hier haben wir Rambi. Und dann. Hallo? Gehe ich nochmal ein Stückchen zurück. Und nutze doch diesen Geheimgang, um mir mein erstes Puzzleteil zu holen. Oder auch nicht. Mal gucken. 100 Bananen gilt es wieder einzusammeln. Das heißt, alle, die hier versteckt sind. Was ist versteckt? Die hier in der Luft schweben. Und zack, und dann habe ich das Puzzleteil. Aber ja, und halt annehmen. So, Rambi. Sag mal, was du drauf hast, Meister. Auch er wird hier, oh Gott, er wird hier auch durchgeschleudert.
aber ich kann natürlich sehr schön kleine Wege nehmen, wo Extras zu finden sind. Den ersten Buchstaben haben wir auch. So, dich können wir aber wegschnatzen hier. Was ist das denn? Warum kommen hier irgendwelche Blitze aus dem Himmel? Ah! Autsch. Nein, 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 nein! Oh, du Idiot! Wofür? Für eine Münze. Mann, ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie viel ich hier schon für so eine blöden Münzen verloren habe. Aber es könnte sich auch was Besseres davon finden, wie zum Beispiel ein... Ich sollte hier mal lange weitergehen, tatsächlich noch von diesem Blitz getroffen. Oder von den Fischen hier. Die hier von den Pinguinen geschossen werden. Alter Schwede, das Level ist, hat schon ein bisschen in sich. Aber ich bekomme einen neuen Rambi. Denn mit ihm fühle ich mich dann doch schon eine ganze Ecke sicherer. So, Diddy hat sich mir angeschlossen. Lauf! Boah, der Gegenwind hier ist ganz schön heftig. Das N wollen wir mal mitnehmen, trotz Gegenwinds. Oh Gott, die Brücke bricht natürlich ein. Und jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mich nicht in den abhole. Ich dachte, das dreht sich weiter, wenn ich da drin sitze. Das war's. Aber nee, es hat gestoppt. Also keine Möglichkeit, dass ich mich ins Ausschieße. Oh Gott. Ah! Zum Glück hatte ich jetzt Diddy, der noch kurz einen Schub geben konnte. Komm, das Puzzleteil lasse ich da mal Puzzleteil sein. Ah! Vielleicht kommen wir schon auf der Dead. Wow. Oh, Scheiße, ey. Ich will Dixie haben. Zack. Tschüss, Diddy. Mach Abflug. Aber wieder. Boah, Alter. So, Rambi ist tot. Na, schade. Sieht's dann wohl ein. Wohl über. Übel. Dixie. Weggeben. Ich habe alle Buchstaben. Sind wir hier rein. Springen und dann dürfte es doch gleich geschafft haben, oder auch nicht. Bisschen muss ich noch durchhalten hier. Nicht sterben. Ah! Nein! Test. Ja, sorry, ich muss immer kurz mein Mikrofon testen. Ah, verdammt. Okay, das Herz nehme ich natürlich auch nicht mit. Wozu auch? Ich habe nur ein Herz. Das ist nicht optimal, aber hier werde ich wahrscheinlich auch eher runterfallen. Und nicht von irgendetwas getroffen werden. Na komm schon. Stell dich nicht so blöd an. Oh. Gleich wieder aufpassen hier, das wird wieder weggeblitzt. Dixie haben wir jetzt wieder, das ist schon mal gut. Hey, da kommt eine Kugel geflogen, ey. Ja, tschüss, Dixie. Ist das scheiße? Das ist so scheiße. Warte mal, war hier links nicht Rambi? Ja, natürlich. Kann ich ruhig mitnehmen. Dann werde ich auch nicht gleich getötet, wenn ich von irgendetwas getroffen werde hier. Beziehungsweise, ich verliere kein Herz. Da muss ich immer wieder aufpassen, auch wenn man natürlich langsam wissen sollte, was da passiert. Ey, und wieder verliere ich Rambi, ey. Das ist so übel. Wieso verliere ich denn hier direkt... Achso, ich habe erst ein Herz verloren. Ne? So, jetzt aber irgendwie schnell hier hoch. Ich will mir mal erklären, wie ich hier hoch soll. So, jetzt. Boah, Alter. Das Level war cool. Und an dieser Stelle dann wieder eine Pause. Und wir sehen uns dann mit dem vierten Level der dritten Welt im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.